Sieht doch schon mal ganz gut aus. Da gucke ich doch jetzt gleich mal. Jetzt bin ich live. Anschauen. Das. Herzlich willkommen. Also, ich sehe mich auf jeden Fall jetzt hier bei Twitch. Ich sehe mich bei Michael Kurzur. Und auf YouTube sehe ich mich noch nicht. Das dürfte die nächsten Sekunden so sein. Ich bin gespannt. Herzlich willkommen. Ihr könnt gerne schon kommentieren. Ich sehe hier auch die Kommentare. Übertragungsrate gut. Ton müsste ich noch mal ganz kurz. So, das funktioniert auch. Das dürfte jetzt auch funktionieren. Bin gespannt. So, herzlich willkommen. Mein Name ist Michael Kurze, du bist beim besten Stream aller Zeiten. Ich mach das jetzt hier mal aus. Zwei Leute warten hier. So, sehr, sehr cool. Also, mach das auch mal ganz kurz hier weg. Und ihr seht jetzt mich hier auf dem Kanal oder auf der Webseite michaelkurzer.tv. Da seht ihr mich. Sehr, sehr cool. Aber ihr seht mich jetzt auch bei Twitch live. Keine Ahnung, da bin ich wohl als Einzigster jetzt live. Ihr könnt gerne kommentieren. Ihr müsstet mich jetzt auch auf Facebook sehen, auf Twitter und auf LinkedIn. Hey, Michael läuft. Okay, Coach, hey, wie geht's dir? Schon lange nicht mehr gehört, oder? Sehr, sehr cool. Also. Ich freue mich. Wir haben zwei Videos, die wir uns anschauen. Und das sind diese beiden hier. Einmal in 24 Stunden möglichst viel Geld verdienen von Dave. Haben schon 300.000 Leute gesehen. Und ich dachte mir so, ja, können wir auch machen. Und ich mal gucken. Und nebenbei Geld verdienen. Plus 550 Euro jeden Monat neben dem Job. Passives Einkommen, das sind unsere beiden Videos, die wir uns heute anschauen. Ich beantworte natürlich auch gerne Fragen. It's now streaming Podcast. So. Muss noch mal gucken. Das ist jetzt Stream Elements. So, also. Schließen. Okay, dann bin ich so. Hey yo, Irene. Hey, Irene. Schneider, herzlich willkommen. Ich würde einfach mal sagen, komm, wir fangen einfach an. Wer später kommt, der kann sich die Aufzeichnung anschauen. Ich habe voll Bock. Hier auch eine Lady heute dabei. Nicht nur Zuschauerin, sondern auch wir reacten da einfach mal. Aber wir fangen heute an mit Dave. Der hat immer ein paar coole Videos. Und habt ihr gemerkt, der Ton ist ein bisschen anders, ne? Ich muss mich noch gewöhnen dran, weil ich jetzt die AirPods drin habe, damit dann halt zu quatschen, aber ich höre mir die Videos über die AirPods an und ihr hört dann sofort den Desktop-Sound. Soll ein bisschen besser sein. So. Guck mal, fünf Zuschauer, herzlich willkommen. Ach, übrigens, ab morgen, ja, ich glaube ab morgen, ne? Ab morgen geht diese Aktion und wir könnt aber auch jetzt schon gerne teilen. So, ich muss mal ganz kurz gucken, weil ich jetzt immer ein paar Sekunden zeitversetzt sehe. Ich muss noch ein bisschen wieder üben, ne? 25 Euro PayPal-Guthaben oder Amazon verschenke ich einmal im Monat. Abonnieren gefällt mir, Kommentar unter den Videos. Beim Livestream könnt ihr auch gerne teilen. Schickt mir dann halt ein Foto auf Instagram und dieses Foto ist dann halt euer Los. Und immer am 1. des Monats werden dann die 25 Euro verlost, weil ihr mich supportet habt. Ja, also gerne auch jetzt teilen und wie gesagt auch bei den ganzen Videos. Ihr könnt auch jeden Tag mitmachen, jeden Tag ein Los ergattern durch euer Kommentar. Und ja, das wollte ich euch einfach nur noch mal zeigen. Habe ich jetzt wieder, hatte ich schon mal. Mal schauen. Vielleicht hat der ein oder andere Lust. So, wir fangen an. Attacke. Ja, das ist der Kanal Dave. Er hat 418.000 Abonnenten. Das ist schon geil. Dave will schon seit Tagen wieder ein Projekt machen, in dem er sich irgendwie hocharbeiten kann, hochtrainen kann, wie auch immer. Und ich dachte mir, das hier ist ein guter Anfang. Ich gebe Dave 1 Euro und 24 Stunden Zeit, um sich so hoch zu traden, wie es nur irgendwie geht. Dave, nimm diesen Euro und
vermehre ihn innerhalb von 24 Stunden auf so viel, wie du kannst. 1 Euro 24 Stunden, gib ihm. Okay, das ist natürlich, ich dachte, er macht was anderes. Okay, das ist natürlich auch sehr interessant. Jetzt? Ja. Darf ich meine Reichweite nutzen? Natürlich nicht. Egal, was soll ich denn mal machen? Ja, überleg dir was, los geht's. Also es stimmt schon. Seitdem Rolex Trade-Up zu Ende ist, bin ich irgendwie ein bisschen planlos. Ich habe ein riesiges Loch in mir, weil das mein Baby war und ich eigentlich wieder sowas in die Richtung machen will. Umso besser, dass Max mir diese Entscheidung jetzt abgenommen hat. 24 Stunden Zeit, 14.50 Uhr. Hier die Bestätigung, wir starten. Es ist noch nie jemand ohne Plan reich geworden. Das Ding ist, ich habe so viele Videos schon zu dem Thema gemacht, dass ich fast alles schon gemacht habe, ein paar Sachen aber noch nicht, die immer noch auf den Listen stehen. Das bedeutet, ich durchforste jetzt die Listen. Eine Sache, die mir direkt eingefallen ist, ist Blutspenden. Dafür kriegt man instant 25 Euro Aufwandsentschädigung. Das ist kein Lohn, das ist auch. Ja, kannst du aber auch nicht jeden Tag machen. Ne? Ist jetzt kein Job oder so. Einfach jeden Tag mehrmals den Job erledigen kannst. Schade eigentlich, ne? Aufwandsentschädigung, aber man kann sich sofort 25 Euro abholen. Darf ich den Euro gegen Online-Euro eintauschen? Sonst komme ich nicht zum Blutspenden. Du kannst ihn bei mir einzahlen. Ich habe den aber schon verloren. Ich habe den Euro schon verloren. Also auf den Roller geschwungen und mit Bolt für 15 Cent die Minute zum Blutspenden gedüst. Ah, wie frisch ist die Wunde am Finger? Kannst du dir kurz den Finger mal anschauen? Ja. Oh nein, jetzt kann er kein Blut spenden. Oder? Wisst ihr, ich war ja bei der Luftwaffe, ne? In Goslar. Und die haben mich voll verarscht bei der Luftwaffe. Grundwehrdienst und es gab einen Tag, da konnte man Blut spenden und konnte dann halt einen Bonus Urlaubstag bekommen bei der Bundeswehr. Ja, also die haben uns bestochen mit einem Tag Urlaub gegen Blutspenden. Und ich dachte so, ey, komm, mach ich. Aber einen Tag vorher, Samenspender, hey, Kursner ist da. Ja, bei Samen, ich habe bis jetzt noch nicht so viel Geld damit verdient oder so. Ich versuche den immer unter die Leute zu bringen oder so. Egal, aber schwierig. Gleichzeitig Topmodel werden oder so. Aber auf jeden Fall hat mich eine Mücke gestochen und ich hatte so ein ganz Flatschen hier. Einen Tag vorher. Und dann durfte ich tatsächlich kein Blut spenden. Und alle anderen haben Blut gespendet und einen Tag Urlaub bekommen und ich nicht. Fand ich sehr, sehr traurig. Blutspenden 25 Euro. Kann auch nicht jeder, nicht. Ich glaube, es gibt ja zwei Arten von Blutspenden. Ne? Also es gibt ja dieses Rote Kreuz und es gibt dann halt für medizinische Zwecke Blutplasma oder sowas. Die dann auch dann halt aus dem Blut Medikamente machen und so Privatfirmen oder so. Ich habe die Zahlen auch unterschiedlich. Das ist leider. Sieht fresh aus, ne? Ja, habe ich reingeschnitten. Lässt dann mal abwarten, bis das gut abgeheilt ist. Dann können Sie gerne wiederkommen. Okay. Na super. Digga, ich kann einfach kein Blut spenden, weil ich eine verfickte Wunde am Finger habe. Ja, es muss ein anderer Plan her. Das war wohl nix. Rate, was das Problem war. Nee. Was war das Problem? Ich? Diese Wunde. Der Witz ist aber, auf dem... Also, das ist ja mein Arbeitsplatz. Haben die da ein bisschen größere Besenkammer oder so? Da hätte ich mir doch auf jeden Fall mal ein Poster hingehangen, oder? Alter, was soll das denn bitteschön? Das ist ja wohl... Das ist... Okay. Weg zurück ist mir eine Idee gekommen. Denn Blut ist ja nicht die einzige Körperflüssigkeit, die ich spenden kann. Und das ist Sperma. Es ist tatsächlich möglich... Ey, Kursnerd, hast du das schon gesehen? Kann ja wohl nicht sein. Sperma zu spenden. Ich habe schon diverse Male davon gehört. Ich habe mich immer davor gedrückt, das irgendwann in irgendwelchen Videos zu benutzen. Aber heute ist der Tag gekommen, wo ich bereit wäre, durchzuziehen. Ich habe eine Samenbank gefunden. Ich werde anrufen und fragen, wie viel Kohle kommt dabei rum? Kann ich das sofort machen? Und ist es möglich, dass mein potenzieller Sohn mich dann irgendwann kontaktiert? Oder meine Tochter. Schwierig. Wenn Sie sich als Samenspender bewerben, ich werde. Jo, das müsste machen mit einer 0190er-Nummer oder so. Gibt es eine 0900er-Nummer oder so? Wollen Sie sich bewerben und durch das Ganze? Und dann ist das Telefonat noch nicht zu Ende, noch keiner dran gewesen, aber du hast schon 20 Euro bezahlt. Gleich meine Samen spenden. Leider sind zurzeit alle Mitarbeiter in einem Gespräch. Schlecht. Dann schauen wir, was das Internet so an Informationen für uns zu bieten hat. Alter zwischen 18 und 38. Also, ich weiß ja jetzt nicht, wo er wohnt. Aber Flaschen sammeln geht immer.
Und da kann ich dann auf jeden Fall Tipps geben und so. Also, wenn ihr mal keine Kohle habt und so. Also, in einer Großstadt, es ist ein harter Kampf, ne? Berlin, also ich muss sagen, beim Flaschensammeln in Berlin hatte ich echt Glück, dass da halt viele Touristen sind, die die Dosen auch wegschmeißen und so. Ich habe selbst einen Franzosen da mal kennengelernt, mit denen ein bisschen Zeit verbracht, immer mal wieder was. Und der hat auch immer die Pfanddosen weggeworfen, weil er immer vergessen hat, dass da Pfand drauf ist. Deshalb, also in Berlin geht das sehr gut durch die ganzen Touristen und so. Und dann auch zum Beispiel morgens, ne? So Samstagmorgen 6 Uhr, Tüte und so weiter. Da ist das ganze Zeug der Nacht liegt noch rum. Und von Gläser aus den ganzen Kneipen, Diskos und so weiter. Volle Flaschen. Ich weiß nicht, wie viele volle Bierflaschen ich gefunden habe und so. Immer aufgemacht, weggeschüttet. Und also, dann hast du manchmal schon bis 8 Uhr 10 Euro oder so, wenn der Tag gut lief und so. Und das sind immer die gleichen Stellen, wo die Flaschen liegen und so. Das ich meine, also, ich weiß nicht, wie viel Kohle er jetzt macht in 24 Stunden, aber Flaschensammeln geht auf jeden Fall. Check. Sie sollten sich besser Gesundheit erfreuen. Erbkrankheiten? Nein. Chronische Erkrankungen? Nein. Hey, neuen Zuschauer. Hey, vielen Dank dafür. Die Aufwandsentschädigung beträgt 150 Euro pro Spende. Gut. Jetzt ist nur die Frage, dürfen mich meine Kids dann irgendwann kontaktieren? Dürfen Kinder Chiasamen essen? Nein. Spenderkinder haben ein Recht zu erfahren, wer ihr genetischer Vater ist, der Spender ist. An sich, Samenspende, mega gutes Ding. So können Paare, die keine Möglichkeit haben, selber zum zweiten Kind zu zeugen, ein Kind zeugen. Das ist super, das supporte ich. Wahrscheinlich eine ziemlich gute Option, um jetzt ganz schnell die ersten 150 Euro zu haben. Mit denen hätten wir investieren können, Sachen kaufen können, die wir weiterverkaufen. Meine Motivation ist aber irgendwie nicht die richtige und ich möchte irgendwann das Erzeugerkind nicht zwangsläufig kennenlernen müssen. Ich glaube, das wird nichts. Aber was soll's. Ich habe diverseste andere tolle Ideen. Foto- und Video-Auftragsarbeit. Das Ding ist, ich habe schon lange nicht mehr gemacht. Ich habe keine festen Kunden, die ich einfach anrufen kann, um zu sagen, hey, kann ich was für dich machen? Ich muss quasi auf den Streets Leute erwischen, für die ich arbeiten kann. Das kriegen wir aber hin. Das werden wir gleich probieren. Davor aber werden wir gucken, ob wir Sachen bei eBay Kleinanzeigen finden, die zu verschenken sind, die aber eigentlich noch einen Wert haben. Die holen wir dann einfach kostenlos irgendwo ab. Und oh, das ist mittlerweile auch echt schwierig geworden, Sachen zu verschenken. Ich hatte ja einen Todesfall in der Family. Und hallo Michael, ein Mann, ein Wort, danke für den Dienstag. Ja, gerne, habe ich doch gesagt. Also mir macht es ja auch Spaß, mit euch hier zu interagieren und so. Auf jeden Fall ist leider jemand gestorben aus meiner Family Ende Februar. Und die ganze Wohnung ist voll mit Müll, ne? Also schon gute Sachen und so. Und es ist so schwierig, das loszubekommen und so. Die Leute kommen nicht. Die wollen es abholen, kommen dann doch nicht und so. Es ist echt heftig. Also, ja. Und verkaufen sie weiter. Online-Geld verdienen. Hallo zusammen. Hey, hallo Online-Geld verdienen. Sehr, sehr cool. Bereiten Sie vielleicht ein bisschen auf, wenn es um irgendwelche Möbel oder so geht. Denn ich habe diverseste TikToks und Kurzvideos gesehen, wo Leute günstig Möbel gekauft haben, aufbereitet und für viel teurer verkauft haben. Das werde ich auch probieren, nur mit geschenkten Möbeln. Wir suchen danach und schauen, was wir finden können. Aber warum das Ganze eigentlich? Was habe ich überhaupt mit dem Geld vor, was ich hoffentlich in den nächsten 24 Stunden verdiene? Hier kommt mein langfristiger Partner Timeless ins Spiel. Ilia hatte mir gesagt, dass du tolle News... Okay, er ist ja gesponsert. Ich habe darauf reagiert, auf Timeless letztes Mal, ne, weil ich es nicht so verstehe. Du kaufst halt Dinosaurier-Zähne oder Anteile davon oder von nur Uhren und sonst was. Ich meine, er ist ja natürlich gesponsert. Er ist ein großer YouTuber und so, nicht so wie ich. Ja, ich freue mich gerade über neuen Zuschauer. News für mich hast, aber ich vorher nicht erfahren dürfte, um was es sich denn handeln würde. Soll ich dir erzählen? Ja, bitte. Okay, also wir haben ein Crow-Kunstwerk. Stark. Wenn du dir jetzt ein Asset aussuchen könntest, egal was es sein. Ich war neulich eingeladen auf eine Vernissage. Da ist mir ein Bild im Kopf geblieben von Crow. Krass, dass du dein Wort gehalten hast und auf mein Anraten einfach ein Kunstwerk von Crow organisiert hast. Sehr stark. Ich hab's halt gefragt. Der Sänger? Mit der Panda-Maske? Hat der Kunst? Oder was? Auf
fand's auch geil. Crow feiert's hart. Ey, richtig gut. Also tatsächlich droppt jetzt am 31.03. einfach ein Bild von Crow. Und davon könnt ihr Anteile kaufen, denn wie ihr alle wisst, gibt euch Timeless die Möglichkeit, Anteile an Collectibles zu kaufen, sei es Uhren, Autos, Kunst, Wein oder eben ein Bild von Crow. Alle Collectibles werden von Timeless verwaltet und sicher gelagert, was das Handling für euch super easy und unkompliziert macht. Und falls euch das Kunstwerk von Crow aus irgendeinem Grund noch nicht genug sein sollte, droppen am selben Tag noch 2 unterschriebene Andy Warhol LPs, ein 1 of 30 Jordan 4 und direkt 2 Mutant Ape Yard Club NFTs, also völlig verrücktes Lineup. Klickt also jetzt auf den ersten Link in der Videobeschreibung, um euch zu... Wie findet ihr diese App? Findet ihr die cool? Wir können ja kurz mal ein bisschen diskutieren. Wollt ihr da Geld investieren? Wir können ja nachher nochmal die Seite anschauen oder so. Aber ich finde es jetzt nicht so interessant, die meisten Sachen und so, die die dort haben. Aber vielleicht ist das ja mal der Hype oder so, dass man sich Kunstwerke teilt. Also ihr könnt dann halt mit ein paar Euro da einsteigen und die Anteile handeln. Ne? Also zum Beispiel, ihr habt jetzt diese Dose Cola unterschrieben von jemand und dann kostet die 10.000 Euro und dann gibt es aber 100 Besitzer, die dann halt immer einen Anteil haben oder so. Und auf der Plattform könnt ihr dann hin und her handeln. Ich weiß es noch nicht. Ich mag ja alles, was ich habe, möchte ich ganz alleine besitzen. Genau. 10 Euro Startguthaben zu sichern, mit denen ihr euch direkt einen kostenlosen Anteil eines Welcome Assets sichern könnt. Aber nicht nur das. Sobald ihr die 10 Euro Startguthaben investiert habt, nehmt ihr automatisch am Gewinnspiel teil, bei dem 6 Timeless Portfolios im Wert von 10.000 Euro verlost werden. Die Teilnahmebedingungen stehen direkt unter dem Registrierungslink in der Videobeschreibung. Vielen Dank, dass Sie mich und dieses gesamte Projekt hier unterstützen und möglich machen. Checkt den Link in der Videobeschreibung aus und jetzt viel Spaß weiter mit dem Video. Gefunden habe ich einen Nein. Wer will denn den Ledersessel kaufen? Sessel, eine Vitrine, einen Schreibtisch und diverse Hunde und Katzen. Wir essen keine Hunde. Ach ja. Interessanter als der Hund und die Katzen waren natürlich alle Möbelstücke. Den Anbietern habe ich direkt geschrieben: Hallo Doran, ich bin gerade auf deine Anzeige gestoßen, bla bla bla. Erstmal auf Antworten warten. Was genau daraus geworden ist, erfahrt ihr später im Video. Vorerst kümmern wir uns um Foto- und Videoproduktion. Wo sollte ich eher starten als auf der Aachener Straße? Alles voll mit Bars. Also er ist in Köln. In Köln, Aachener Straße, kenne ich doch. Mit Restaurants und Bars. Ja, eigentlich ist es genau das, was wir brauchen. Ich werde einfach reinsteppen, werde die Leute einfach fragen, ob ich für sie Fotos und Videos machen kann für Social Media. Und vor allem werde ich die Sachen bis heute Abend noch abgeben, beziehungsweise bis morgen früh, wenn ich die komplette Nacht durcharbeiten muss und wir super viele Leute finden, die Lust darauf haben. Wir starten bei Prince Sushi, dem besten Sushi-Laden in Köln, weil ich tatsächlich den Besitzer kenne und ich probiere, dem ein bisschen Geld abzuluxen. Wir gehen. Das ist Nervin, dem gehört der Laden hier, den kennen wir schon. Max hat hier seinen Burgerladen gemacht. Ich möchte gerne Fotos und Videos für dein Social Media machen. Das ist wichtig für dich. Ne? Damit dein Laden weiter wächst. Alleine, dass der jetzt schon im YouTube-Video ist, dafür würde ich ja den Auftrag geben, damit der Name noch ein bisschen länger im YouTube-Video ist. Also, ich weiß nicht, wie viele Leute haben sich das Video angeschaut? 300.000 habe ich gerade gesagt. 300.000 Leute, die vielleicht jetzt den Laden kennen. Also dafür würde ich ja schon Tausender geben oder so. Und so weiter? Natürlich. Und ich würde hier so, weißt du, schön alles abfilmen, gutes Video machen und du kriegst es bis heute Abend. Ich brauche Kohle dafür. Ey! Wie viel haben? 200. Auf entspannt 50. Nein, der Hanne. 200! Ich würde sofort 200. Dave, komm zu mir. Du bekommst sofort 200. Ich zahle dir sogar den Flug nach Nizza. Ich hole dich mit der Limo ab. Attacke. Und wir fliegen von mir aus noch nach, keine Ahnung, 14, nach Monaco fliegen mit mir mit einem Helikopter oder so. Machen wir auch noch. Alles auf meinen Nacken. Nee, wir machen 150, das ist aber ernst fair. 125. 150, das ist richtig fair. Ich habe ja extra für dich schon Freundschaftspreis mit 200 angesetzt. Kammer mit. Ja? Danke dir. Perfekt, die ersten 150 Euro sind safe. Ich habe direkt gemerkt, dass ich stark aus der Übung bin. Seitdem Leo meine Videos cuttet und auch dreht, stehe ich natürlich viel häufiger vor als hinter der Kamera. Hat zwar ein paar Minuten gedauert, aber ich habe trotzdem gut reingefunden und es hat wunderbar funktioniert. Irgendwie würdet ihr da Sushi essen gehen? Das kann enttäuschen, aber so vom Aussehen des Ladens, das sieht ja. Ich weiß nicht. Ich packe. Heißt du Dave oder was? Ask yourself or ask me oder so. Hallo? Ich habe dich nie eingeladen, ich habe den Dave eingeladen, ja? Das ist ein Unterschied. Wenn du auch mal so eine Reichweite hast, lade ich dich auch ein. Yeah.
Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out. Sieht auf jeden Fall leckerer aus wie die Außenansicht des Ladens. Deal. Das ist der beste, Larry. 19.44 Uhr. Wir haben genau 150 Euro verdient, was absolut unter dem ist, was ich mir vorgestellt habe. Nachdem wir den ganzen Tag komplett auseinandergenommen wurden. Erst meine Wunde, dann wollte ich kein Kind zeugen und dann haben wir die ganze Zeit Absagen bekommen. Nichtsdestotrotz sitze ich am Schnitt vom Print-Sushi-Video. Das baller ich durch und dann gilt es für mich, eine Möglichkeit zu finden, jetzt heute Abend noch irgendwie Online-Kohle zu verdienen oder so. Irgendwelche Sachen zu finden, die ich morgen früh ganz schnell abholen kann. Was habt ihr für Ideen? Wie kann man jetzt noch schnell Geld verdienen, wenn ihr jetzt Dave seid? Also, und wie, der ist ja in Köln. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Und würde auch den ganzen Touristen und so, ich weiß nicht, wie viele Leute da jetzt gerade sind. Das Video ist diesen Monat gemacht worden oder so. Am Kölner Dom oder so Touristen ansprechen und dann sagen, hier, ich filme dich die nächsten 10 Minuten, mach Fotos von der Family und keine Ahnung was, gib dir dann halt die Daten rüber per E-Mail oder so oder per WeTransfer und das kostet dich einen Zehner, nächster Zehner, nächster Zehner, nächster Zehner oder so. Keine Ahnung. Oder vielleicht auch 20 Euro oder so. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man die Leute aktiv anspricht, hey, ich mach Fotos von euch, begleite euch die nächsten 20 Minuten, und ihr kriegt halt, weil das ist ja das, ihr kennt das vielleicht, ne? Ich jetzt auch auf Reisen und so. Wenn man so auch zu zweit auf Reisen ist und so, jeder kann den anderen fotografieren, aber zusammen hat man nie richtig coole Fotos. Oder man muss eine dritte Person fragen, können Sie uns mal fotografieren, damit man coole Urlaubsfotos bekommt. Wisst ihr? Das könnt ihr übrigens auch, dieses Businessmodell, wenn ihr irgendwo in einer Stadt seid, bei Airbnb. Könnt ihr auch Dienstleistungen anbieten und sagen, hier, ich kenne die geilsten Stellen in der Stadt, in der Altstadt und so, egal wo, und ich begleite euch eine halbe Stunde oder eine Stunde mit der Kamera, kostet so und so viel Geld. Airbnb, Dienstleistungen anbieten, sehr geile Geschäftsmöglichkeit. Kann, um sie dann weiter zu verkaufen, irgendwas. Das reicht definitiv noch nicht. Was soll ich sagen? Wir haben bei eBay Kleinanzeigen keine einzige Antwort erhalten. Nicht mal eine Absage. Mit verbleibenden. eBay Kleinanzeigen ist kacke, ne? Bilder machen auf der Domplatte. Ja, genau für Paare. Oh, Schlösser kaufen im 1-Euro-Laden und die Schlösser verkaufen für einen Fünfer an die Paare. Und dann verkaufst du. Also, man macht erstmal eine Bedarfsanalyse, mein lieber Kursnerd. Und dann sagst du, ist deine Frau dir keine 5 Euro wert? Ist eure Liebe keine 5 Euro wert, lieber Mann? Und dann wird die Frau gucken. Wollten sie nicht selbst mal? Und dann machst du so ein Video, wie sie dann halt das Schloss dran machen an der Hohenzollernbrücke und schmeißen den Schlüssel weg. Du hast 5 Euro für das Schloss plus 10 Euro für die Fotos und die Videos. Perfektes Business. In 5,5 Stunden fällt eBay Kleinanzeigen und das Aufbereiten von Möbeln also definitiv raus, weil einfach zu wenig Zeit ist. Das Einzige, was bis dato wirklich funktioniert hatte, war Foto- und Videoproduktion. Also habe ich mir gedacht, never change a running system. Ich brauche neue Foto- und Videokunden. Ich bin zu Café Café auf der Aachener Straße gegangen und habe dort auf 1 einen neuen Auftrag gefunden. Weil es mir irgendwie unangenehm war, habe ich die Kamera beim ersten Kontakt nicht laufen lassen. Aber was soll ich sagen, es hat wieder funktioniert. Genau das war's. Quick Action rein. Zack, zack. Aber ich weiß nicht, ob der da auch wieder die Leute kennt oder so. Es ist natürlich schon etwas völlig anderes, auch da vorne. Wenn ich irgendwo hingehen würde oder so. Aber zu jemand Fremdes hingehen, ist natürlich echt eine ganz andere Hausnummer. Ne? Und jemand Fremdes dir Geld gibt oder so. Aber ja, schauen wir mal. Hey. Und. Abholen, ab nach Hause in den Schnitt. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice, wirklich. Also direkt wieder ins Büro und an den Schnitt gesetzt, Fotos fertig bearbeitet, wofür ich gerade mal eine Stunde gebraucht habe. Die letzte Möglichkeit jetzt noch. Der Mixer sah aber ganz schön dreckig aus, oder? Oder so. Schaut mal den Mixer an, nochmal. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice, wirklich. Also direkt wieder ins Büro und an den Schnitt. Also der Mixer hat so ganz viele Wasserflecken. Schnitt gesetzt, Fotos geil. Fertig bearbeitet, wofür. Guck mal, der Mixer ist ja nicht sauber und so. Du hast dann halt die Wasserrückstände, die Kalkrückstände hast du da überall. Bin ich der Einzige, der das sieht und das funny findet? Ich gerade mal eine Stunde gebraucht habe. Die letzte Möglichkeit, jetzt noch irgendwie in den letzten paar Stunden was rauszuholen, war also Affiliate-Marketing oder irgendwie. Affiliate-Marketing, das ist natürlich cool, oder? Aber ist natürlich auch so, dauert ein bisschen, bis es ausgezahlt wird. Aber hey, selbst der Dave macht Affiliate-Marketing. Ich bin mal gespannt. Vielleicht lerne ich jetzt das auch mal. Ich habe schon viel von gehört.
online Geld zu verdienen. Das Problem ist, bei meiner Bank, wo es eigentlich mal einen Freunde-Werben-Code gab, womit ich 25 Euro pro geworbenen Freund hätte verdienen können, wurde das Konzept komplett abgeschafft. Also musste ich eine weitere Option finden, habe das Internet absolut durchforstet und bin irgendwo in den tiefsten Reddit-Foren auf eine Liste gekommen von Sachen, bei denen man innerhalb von kürzester Zeit Geld verdient. Und ein Punkt war, eingesparte Emissionen zu verkaufen. Ganz kurz, was zur Hölle ist das? Firmen dürfen bestimmt viel Emissionen produzieren. Wenn sie diese überschreiten, müssen sie CO2-Zertifikate von beispielsweise anderen Firmen kaufen, die CO2 eingespart haben, damit sie weiter produzieren können. Jetzt ist das Ding, ich habe einen Tesla, ein paar Leute um mich rum haben Tesla, und alle diese Autos sparen Emissionen ein, hauen weniger Emissionen in die Umwelt, als sie dürften. Das bedeutet... Nein, der kann die jetzt nicht verkaufen, oder? Der kann die jetzt nicht verkaufen. Also jemand, der kein Auto hat und ist Öko und hat nur ein Fahrrad, was kann der denn dann verkaufen? Der Sven sagt, oh, jetzt wo du es sagst, was Kalkflecken. Ja, ne? Ah, ich meine, sorry, wisst ihr, was für mich mein Traumjob ist? Bevor wir jetzt diese der kann doch jetzt nicht nur, weil er einen teuren Tesla hat, irgendwo die Emissionsrechte verkaufen. Was ist denn, wenn du ein Öko bist oder ein Hartz-IV-Empfänger und hast nur ein Fahrrad? Kannst du dann auch die Rechte verkaufen? Das kann ja nicht da sein und so. Wisst ihr, was ich echt als Traumjob für mich gesehen hätte? Zwei Sachen. Eine ganze Zeit lang IKEA-Möbel aufbauen. Aber ich hatte mich früher sehr oft bei IKEA beworben. Die haben mir nie den Job gegeben. Ja, liebe IKEA-Leute, danke, dass ihr mir den Job nicht gegeben habt. Ich habe ein geiles Leben. Aber das war echt cool. Ich mag IKEA-Möbel aufbauen. Und ich sehe halt alles. Das heißt, wenn ich irgendwo in ein Hotel reingehe oder so, Bild hängt schief. Ich bin nicht nörgelig oder so, aber ich merke das alles. Die Fußmatte ist dreckig. Ich gehe irgendwo hier oder irgendwo anders auf der Welt in ein Restaurant rein. Die Speisekarte, da sind Flecken drauf. Spinnenweben draußen in den Kasten und so. Das wäre so ein Job, wo ich dann einfach Feedback den Leuten gebe, die so betriebsblind sind. Weil das fällt mir extrem auf. Es fällt mir auch extrem auf. Ich war ja mit meiner Mama vor Corona im Hilton in Berlin. Und die hat mir keine schöne Heimfahrt gewünscht und so. Und ich dachte so, warum wünscht die mir jetzt keine schöne Heimfahrt und so? So ganz storchig und so weiter. Und viele andere Kleinigkeiten. Also ich bin so ein richtig geiler, guter Nörgler. Das wäre so das Richtige für mich als Traumjob. Und ich habe mal eine Doku gesehen, da gibt es so einen Nörgler, die nehmen Superjachten ab. Wenn die noch in der Werft steht, gehen die da rum. Die haben dann halt den Auftrag vom Eigner, dass die da halt so Macken im Holzfurnier finden und Schränke, die nicht richtig aufgehen, schleifen und so weiter. Und machen dann halt so Klebezettel dahin und so weiter. Das wäre, glaube ich, auch ein geiler Job für mich. Jakob sagt, Blödsinn, E-Autos fahren mit Strom und produzieren auch CO2 im Kraftwerk und so. Naja, nicht, wenn wir tolle Atomkraftwerke hätten. Am besten wäre jedes E-Auto mit Atomkraft, eigenen Reaktor. Nein, Spaß. Ich habe schon Angst vor dieser Reaktortechnik. Definitiv. Aber, ja. Alle Leute, die ein voll elektrisches Auto fahren, sparen Emissionen ein. Und kein Witz, jetzt wird's krass. Auf der Website geld-für-eauto.de und noch ganz vielen anderen Anbietern ist es möglich, seinen Fahrzeugschein hochzuladen, der beweist, dass man Elektroauto fährt und damit mindestens 275 Euro ausgezahlt zu bekommen, weil die eingesparten Emissionen von einem abkaufen. Das ist... Jetzt aber mal ganz ehrlich, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe davon noch nie etwas gehört. Ich bin ja auch kein E-Auto-Fan direkt. Also E-Autos sind sicherlich cool für Beschleunigung und sowas. Aber halt, ja, wenn du so wie ich unterwegs bist oder so, ich finde, wenn du ein E-Auto hast, brauchst du schon ein eigenes Haus am besten mit Solarzellen oben drauf, eine Garage und so. Aber im Prenzlauer Berg oder so, da mal einen Parkplatz finden mit einer Ladestation oder so, wird schwierig. Aber das ist doch, das hat sich ja jetzt schon gelohnt, ey. Ziemlich krass. Natürlich darf ich die eingesparten Emissionen von meinem eigenen Auto nicht benutzen. Ich kann aber alle Leute um mich herum, die ein E-Auto haben, anrufen, abtelefonieren und sie darum bitten, dass wir uns genau diese Prämie teilen. Ohne mich wüssten sie nicht, dass es diese Möglichkeit gibt. Ich nehme ihnen die komplette Arbeit ab, ich frage sie nach ihrem Fahrzeugschein und ich werde alles für sie regeln. Das bedeutet, sie schicken ihren Fahrzeugschein, ich lade ihn hoch, fülle das komplette Formular für sie aus, sie haben überhaupt keinen Stress. Kurz nett fragt, ob das auch mit einem E-Auto geht.
Ein Fahrrad hat doch noch mehr Einsparungen. Ich verstehe es nicht. Ich habe die ganzen Jahre kein Auto gehabt. Die schulden mir Tausende von Euros. Und wir erhalten gemeinsam zwar... Ich bin immer geflogen. 75 Euro. Davon möchte ich gerne einen Share haben, und zwar 50%. Jetzt telefoniere ich alle Leute ab, die ein E-Auto haben, und dann schauen wir, wie viel Geld wir verdienen können. Hallo. Hallo. Super. Hi. Ich muss gleich in den Call. Easy. Was läuft? Alles frisch? Alles frisch. Und ich suche Leute, die ein Elektroauto haben. Dein Auto ist ja nach wie vor weg, ne? Aha, ich möchte dir aber ein wenig aus dem Schlamassel helfen und du kannst mir damit auch etwas helfen. Ich würde das gerne komplett für dich machen, das komplett für dich übernehmen und das gerne 50-50 mit dir teilen. Sehr gut. Machen wir doch so, das hört sich doch gut an. Ja? Ja, easy. Ich hab den aber erst einen Monat gefahren. Kriegst du mir überhaupt was für? Ja, ja, der ist noch besser. Und bekommt man da auch noch jedes Jahr das Geld, oder? Also jetzt... Sachen mit einem E-Auto. Ich glaube, ich mache da mein eigenes Video jetzt. So voll die Idee, mit einem E-Auto Geld zu verdienen. Nein. Wenn er stammt, weil dann hat er ja gar keine Emissionen verbraucht. Ja, okay, Digga. Yes! Easy! Was du mal alles findest, Alter. Ja. Ja, schön. Nee, das war super. Ja. Vielen Dank. Ja, kein Problem. Ja, es funktioniert. Digga, es wird immer besser. Ich habe jetzt noch auf der Website gesehen. Habt ihr eigentlich mitbekommen, dass total viele Deutsche gerade ihre E-Autos verkaufen oder das schon seit ein, zwei Jahren? Die werden dann teilweise für den gleichen Preis, was die dafür bezahlt haben, zwei Jahre alt nach Skandinavien verkauft, weil die haben da auch riesige Prämien. Die zahlen da den Neuwagenpreis für zwei Jahre alte E-Autos. Also du hast dir ein verdammtes E-Auto gekauft, hast eine Prämie bekommen von Deutschland zum Beispiel, von der Bundesregierung. Und dann nach zwei Jahren fahren gratis, also nur Strom bezahlt, verkaufst du es zum gleichen Preis und kannst ein neues Auto kaufen. Das ist schon eine verrückte Welt, wenn man Geld hat, oder? Lade deine E-Auto-Freunde ein und erhalte je geworbenen Freund einen 50-Euro-Bonus. Nach deiner Anmeldung bei uns erhältst du von uns einen persönlichen Link, den du mit deinen Freunden teilen kannst. Dann kriegt er jetzt 50 Bonus und die Hälfte von der Summe. Also da macht er gut Kohle, ja? Zum einen teile ich den mit euch. Das hier ist der Link, ist auch in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch anmelden, wenn ihr ein E-Auto habt und mindestens 275 Euro Prämie abholen. Und außerdem kann ich dir... Okay, mindestens. Mal gucken. Wo ist das? Timeless? Timeless Investment? Wollen wir nicht. E-Auto? Nein. Hier ist das Ding. Leute, Leute. Wer von euch hat ein E-Auto, der jetzt gerade dabei ist und möchte dann halt und gibt mir die Hälfte ab? Also, ich bin ein armer Online-Marketer, ich brauche Geld. Ich bin eine Firma und besitze mehrere E-Autos. Kriegst du ab? Boah. Oder mehr. Okay. Jetzt echt mal gespannt. Zertifizierung durch das Bundesamt. Okay. Okay. Also, was es nicht alles gibt, hat sich das Video schon... Die Leute, die mir nicht 50% abgeben wollen, was bis dato nicht der Fall war, was aber theoretisch passieren könnte, über meinen Link auf die Website schicken. Sie bekommen 275 Euro und ich bekomme noch 50 Euro Umkauf. Mega entspannt. Wirklich. Also ein Hoch auf die E-Autos, das ist eine absolute Cash-Cow. Ich weiß nicht, ob ich jemals schon mal so einfach Geld verdient habe, außer bei GameStop. Wir haben 14.59 Uhr. Die 24 Stunden sind rum. Ich habe probiert, in den letzten Stunden alle Leute zu mobilisieren, die ich nur im Entferntesten kenne, mit einem Elektroauto, um für sie ihre eingesparten Emissionen zu verkaufen. Insgesamt hat es nur für zwei Leute gereicht. Einmal Kelly, vielen Dank Kelly, du bist eine absolute Ehrenfrau. Und einmal Nick, dessen Auto tatsächlich gar nicht benutzt wurde. Richtig nice, damit konnte ich zweimal 137,50 Euro bekommen. Warum hat der ein E-Auto, was er gar nicht benutzt? Also das ist das, okay. Beide Foto- und Videoaufträge haben jeweils 150 Euro gebracht. Da auch nochmal riesen Dank an Nermin von Prince Sushi. Ich würde euch tatsächlich raten, wenn ihr Geld verdienen wollt, wenn ihr euch ausprobieren wollt, macht es erstmal bei Bekannten, Freunden von Bekannten und so weiter. Wenn Sachen nicht richtig laufen, könnt ihr das super easy mit denen regeln. Ist viel einfacher, als wenn ihr direkt mit entfernten Kunden arbeitet. Vielen Dank, Nermin. Insgesamt bin ich mega happy mit dem Ergebnis. Bin mega. So, hättet ihr das gedacht? 575 Euro. Das ist doch geil, oder? Und 7 Zuschauer. Hey, vielen Dank dafür. Wir können aber, also 500, ja. Das mit den E-Autos hat den natürlich voll gerettet. Das ist natürlich echt heftig. Was? 14.000 Euro pro Bus? Andere Fahrzeuge.
Ey, Michi, du hast doch gefragt wegen Fahrräder. Ich bin eine Privatperson. Okay, nee, erst Profil. Nee. Also irgendwie Roller und Fahrräder gibt es wohl auch Geld. Warum steht hier bis zu 410 Euro pro Auto? Fahrzeug, das Option. Risikopreis, Garantiepreis. Risikopreis, Garantiepreis. Okay. Irgendwie, wer zahlt das denn? Was ist das denn für eine Firma? Okay, aus Hamburg. Okay. Also, 575 Euro. Sehr, sehr cool. Ich würde noch mal ganz kurz hier auf Twitch gucken. Eine Person ist immer noch online. Das bin ich wohl, oder? 35 Minuten. Hier kurz zur TV bin ich auch. Ja. Ja. Okay, ich würde dann sagen, schauen wir uns das nächste Video an. Oder habt ihr Fragen? Die Anregungen? Dafür haben wir jetzt diesen Dienstag. Und wir machen das jetzt immer jeden Dienstag und jeden Samstag erstmal wieder. Ich habe hier in Frankreich richtig schnelles Internet. In Deutschland ist es ja manchmal so, wenn ich da zu Besuch gehe oder so, dann... Hier habe ich gerade auch wieder ein, keine Ahnung, was ist das? 500 und ein 700 MB Video hochgeladen. Das war sofort oben irgendwie. Gut gemachtes Video von Dave, das zeigt, dass wir richtig sind, bla bla bla. Davon experimentiert und das nicht funktioniert. Außer Samenspender. Ja, das mit den Samenspenden, das hat euch irgendwie getriggert, oder? Und da müssen wir nochmal drüber reden, oder? Vielleicht macht ihr auch einen eigenen Online-Shop auf mit Samenspenden oder so und verschickt ihr dann einfach tiefgekühlt, wenn ihr das wollt. Und dann. Geile Idee mit dem Auto und zu einem Sharing-Anbieter. Also ich kann mir vorstellen, dass das 95% der E-Autofahrer wissen das nicht, dass man da auch nochmal ein bisschen cool. Aber ich verstehe es auch nicht, ne? Weil du verbrauchst ja vielleicht auch Braunkohlestrom oder so. Du weißt ja nicht, was du für einen Strom verbrauchst im E-Auto. Und wenn ich jetzt die ganze Zeit über Jahrzehnte lang Fahrrad gefahren bin und dann mir ein E-Auto kaufe, habe ich ja auch keinen Strom eingespart, sondern ich verbrauche mehr Strom wie vorher. Die Logik, wir wissen, ist nicht immer angebracht bei so welchen Sachen, aber schick mal den Link für das Geld oder... lieber Jakob, nee, das ist doch hier. Geh doch einfach beim Dave, damit er das Geld bekommt. Das Video heißt ja 24 Stunden möglichst viel Geld verdienen. Geh beim Dave drauf, benutzt den seinen Link, das ist dieser hier, dann kommst du ja auf diese Seite hier. Ich würde auch dem Dave, weil er uns die Idee gegeben hat, ich bin immer fair. Ich würde jetzt dir nie den Link fertig machen oder so, aber geh beim Dave drauf und dann kriegt der Dave auch 50 Euro für den Tipp. Ja, das ist immer die beste Sache. Und wenn ihr dann fair im Affiliate-Marketing bleibt und im Online-Marketing, dann schenkt euch das Universum auch immer mal wieder etwas zurück. Deshalb macht das mal ruhig. Attacke. Und wir schauen uns das nächste Video an von der netten jungen Dame hier. Nebenbei Geld verdienen plus 550 Euro jeden Monat neben dem Job. Okay, wie verdient denn eine junge Frau Geld? Also sicherlich nicht mit Samenspenden, das können wir schon mal ausschließen, liebe Jungs und Mädels. Ihr hier seid. In diesem Video nehme ich dich mit hinter die Kulissen und erzähle dir, wie ich 2021 nebenbei Geld verdient habe. Das heißt, ich erzähle dir genau, wie viel ich womit einnehmen konnte. Bist du neugierig? Dann lass uns mal anfangen. Auf jeden Fall. Anfangen. Wer hätte nicht gern jeden Monat ein bisschen extra Geld? Wie wär's denn mit 100 Euro extra? Ich mit 100 Euro? Ist da gar nichts. Also, nochmal ganz kurz, ne? Es kommt ja immer darauf an, wie du diese 100 Euro erwirtschaftest. Aber bitte, setzt euch ein bisschen größere Ziele. Warum? Ich habe das auch öfters, dass Kunden zu mir kommen oder beziehungsweise Interessenten zu mir kommen und sagen, hey Michael, ich wäre so glücklich, wenn ich 80 Euro oder 100 Euro nebenbei verdienen würde oder so. Dann mach aber irgendwas von mir aus Flaschen sammeln, was steuerfrei ist oder so. Aber eine Selbstständigkeit für 100 Euro im Monat, vergesse es. Mach es bitte nicht. Es ist viel zu viel Bürokratieaufwand, dafür ein Gewerbe anzumelden für 100 Euro. Wenn du am Anfang sagst, ich bin froh, die ersten paar Monate erstmal mit 100 Euro und mein Ziel sind dann 2000 Euro, dann ist alles okay, dann baust du dein Business auf. Aber bitte
Für 100 Euro bau dir kein Business auf. Hör damit auf. Mach diesen Bullshit nicht. Weil ich sehe das auch immer mal wieder, auch so andere Business-Ideen mit Apps oder so und keine Ahnung was, wo man dann vielleicht auch ein Gewerbe braucht und du hast 40 Euro Einnahmen. Das lohnt sich nicht mit einem Gewerbe. Hört damit auf. Wenn ihr das irgendwie anders machen kann, dann geht lieber Kellnern oder so, wo ihr das ja auch dann halt bei 450 Euro steuerfrei bekommt oder sonstiges, oder beziehungsweise der Chef bezahlt dann halt. Das macht dann alles vielleicht Sinn, aber sonst, nein, macht das vernünftig bitte. Und wie hat 100 Euro ist gar nichts. Was nicht alles gibt, ich bin auf ein... Okay, die Irene ist sehr gespannt. Okay, mich auch. Oder sogar 500. Wenn das Ganze dann sogar noch wenig Aktives zu tun braucht, das heißt, so ziemlich passiv läuft, dann wäre das doch perfekt. Aber gib zu, das klingt doch ein bisschen zu gut, um wahr zu sein. Das dachte ich auch lange, denn in meiner Familie war Geld verdienen in der Regel mit harter, meist körperlicher Arbeit verbunden. Es wurde aber immer nebenbei Geld verdient. Meine Oma zum Beispiel hat gefühlte Millionen mit Strohblumen verdient. Zumindest cool. Das ist auf jeden Fall ein cooles Business gewesen. Dinger liefen in den 80er Jahren auch richtig gut. Wenn man nach den Erzählungen geht. Aber ich träumte vom Reichtum im Schlaf. Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber du weißt schon, Geld verdienen auf die angenehme Art. Also fing ich an, mich damit zu beschäftigen und baute mir ein kleines Nebeneinkommen auf. Meine ersten nennenswerten Einnahmen, die man als passiv bezeichnen könnte, hatte ich im Jahr 2019. Und im Jahr darauf habe ich mich weiter darauf konzentriert und habe insgesamt über 100 Euro jeden Monat dazu verdient. 144, um genau zu sein. Davon waren 107 Euro passiv. Aber 20... Okay, da bin ich jetzt mal gespannt. Network Marketing, irgendwelche dubiosen Systeme oder was Seriöses? Also... Oder halt Dividenden oder so. Also wenn du natürlich ein paar... Ich habe heute auch wieder Dividenden bekommen, ne? Also von 5, 6 Firmen habe ich heute wieder Dividenden bekommen. Machen wir mal kurz Play. Ich gucke mal ganz kurz nach. 21 war noch deutlich besser. Deswegen möchte ich dich hier mal mit hinter die Kulissen nehmen und dir erzählen, wie sich meine Einnahmen 2021 entwickelt haben und wie viel ich womit einnehmen konnte. Aber vorher noch ein Hinweis. So, ganz kurz. Heute habe ich 5 Dividenden bekommen. Also, ne, wenn du Aktien besitzt, bekommst du ja bei vielen Unternehmen dann halt die Gewinne, die das Unternehmen hat, zum Teil ausbezahlt. Ne? Monatlich, vierteljährlich oder in Deutschland meistens einmal im Jahr. Mark und Max und Spencer, so eine M&S heißen die, die haben so Lebensmittel und sonst was alles in UK. Die haben mir eine Dividende bezahlt. Dann Ecolab. EPR Property und Realty Income und Stärk Industrie Dingsbums da oder so. Mir auch eine Dividende bezahlt. Sehr, sehr cool. Und das mag ich natürlich extrem. Also, wenn ihr ein bisschen Geld habt zum Anlegen, beschäftigt euch mit Aktien und Dividenden und Co. Einnahmen bekomme ich zusätzlich zu meinem Vollzeitjob. Und das bedeutet zwei Dinge. Erstens, auch kleine Einnahmen sind okay. Ich bin eben nicht darauf angewiesen, das heißt, jeder Euro ist ein guter Euro. Da ich in den nächsten Jahren ein Haus bauen möchte, wird mittlerweile jeder zusätzliche Euro als ein weiterer Backstein gewertschätzt, denn der kostet etwa 95 Cent. Und zweitens heißt das, keine Zeit ist kein Hindernis, wenn man sich nebenbei etwas aufbauen möchte. Weil ich eben normal Vollzeit arbeite. Das ist auf jeden Fall schon mal keine Zeit. Auf jeden Fall. Ein tolles Mindset auf jeden Fall. Ich bin mal echt gespannt, wo wir jetzt hingehen. Aber das kann ich dir auf jeden Fall auch sagen. Hör auf mit die Ausreden. Ne? Auch ein Elon Musk oder so, Milliardär, mehrere Firmen gegründet, immer noch im Besitz mehrerer Firmen und möchte vielleicht Twitter kaufen und hat auch nur 24 Stunden Zeit. Möchte ich mit ihm tauschen? Nein, aber trotzdem, er hat auch nur 24 Stunden Zeit. Heißt das, alles, was ich mir nebenbei aufbaue, dauert teilweise monatelang. Gerade größere Projekte wie E-Books oder Online-Kurse. Ich kann eben nur nach Feierabend oder am Wochenende daran arbeiten und dadurch ziehen sich einige Dinge ganz schön hin. Wenn solche Sachen aber einmal fertiggestellt sind, können sie mir zumindest theoretisch unendlich lange Einnahmen bringen. Das ist es also auf jeden Fall wert. Ich habe mittlerweile in etwa 9 Quellen passive Einnahmen, die ich mir über die letzten... Okay, das ist aber jetzt noch nicht viel. 9 Quellen und dann nur 500 Euro, ganz ehrlich. Ich würde mich auch immer konzentrieren auf die, wo ich halt am meisten Geld verdiene, wo ich am meisten Spaß dran habe. Und dann lieber 3 Quellen, wo ich richtig überdurchschnittlich viel Geld verdiene, wie 9 oder 24. Der liebe Leon hat ja auch immer 24.000 verschiedene Quellen und so.
Da frage ich mich immer, ob das so produktiv ist oder ob man sich nicht auf ein paar konzentrieren soll und wird da einfach der Beste. Mein Ziel war immer, mit Affiliate Marketing Geld zu verdienen, aber eigentlich auch einer der Besten zu werden und so. Und es macht halt Spaß, ne? Und ich wollte gar nicht ganz viele Quellen. Ja, mehrere Standbeine ist cool oder so, wenn mal was wegbricht. Aber Affiliate Marketing bricht nicht weg. Ein Partnerprogramm bricht weg innerhalb des Affiliate-Marketings, aber sonst, ne? Also, ja. Die letzten Jahre aufgebaut habe. Ich konnte oft schlecht vorhersehen, was gut funktioniert und was nicht. Also habe ich einfach vieles getestet. Und so haben sich über die Zeit eben einige Dinge angesammelt. Jedenfalls haben mir diese neuen Quellen im Jahr zusätzliche Einnahmen von 3.646 Euro gebracht. Das macht im Durchschnitt im Monat 303 Euro. In Backsteine umgerechnet sind es etwa 318 jeden Monat. Ein Quadratmeter Wand hat in etwa 63 Backsteine, das heißt, das ist auch eine geile, das ist die erste Frau, die in Backsteine rechnet, okay. Macht in etwa 5 Quadratmeter Wand, die jeden Monat nebenbei reinpurzeln. Aber genug der Backstein-Analogien. Lass uns doch mal ins Detail gehen und schauen, welche Quelle mir wie viel eingebracht hat. Sie wäre mir jetzt noch sympathischer, wenn sie sagt, sie baut halt Ferienwohnungen oder Wohnungen zum Vermieten, aber sie baut ihr Eigenheim. Was natürlich auch manchmal Sinn machen kann. Ich bin kein Verfechter, dass es total schlecht ist oder so, aber wenn sie jetzt noch daran arbeiten würde, dann halt mit diesem Geld dann halt das Geld auch anzulegen und dass das dann halt wieder neues Geld produziert durch Dividenden oder sonst was, wäre natürlich schon ein bisschen cooler, wie dann halt einfach Backstein. Aber okay. Habe ich eine kleine Grafik für dich. Du siehst, den größten Anteil macht Affiliate Marketing aus und den kleinsten mein Etsy Shop. Da komme ich aber später noch dazu. Das Geile ist, die hat VG Wort. Also sehr, sehr cool. Die hat einen Blog, VG Wort, das E-Book, ein Buch, Aktienkäufe, keine Ahnung, das sind die Ausgaben eigentlich. Also verstehe ich es jetzt nicht. Und Zinsen und Dividenden. Also und Etsy. Etsy 3 Euro noch was, das ist cool. Aber die hat auch einen Online-Kurs. Also die Zusammensetzung finde ich eigentlich cool. Affiliate Marketing, E-Book. Mit dem Buchverlag weiß ich jetzt nicht. E-Book und die hat ein physisches Buch oder so. Stockmedien, 10 Euro. Also Stockmedien kannst du senden. Also ich würde jetzt Stockmedien nicht weiterverfolgen, Etsy nicht weiterverfolgen. Affiliate Marketing würde ich weitermachen. Affiliate Marketing ist immer cool. E-Book schreiben ist auch nicht schlecht. Online-Kurs, keine Ahnung, was sie da hat. Können wir ja gleich mal stalken, ob sie das verlinkt hat. Ein Guide hat sie zum Reichwerden im Stamm Online-Kurs, Vermögensaufbau mit ETFs. Ist das ihr eigener Online-Kurs? Rich the Rich Girl. Okay. Also, mit Checklisten und Lexika. Das ist sie doch nicht, oder? Ist sie das? Doch. Zum Online-Kurs, wie teuer ist das denn? Ah, okay, bei Udemy hat sie den. Okay, 266 Teilnehmer. Okay, interessant. Oder? Was sagt ihr dazu? Aktienverkäufe? Ach so, Verkäufe. Kann man denn Aktien verkaufen? Danke. Danke, habe ich jetzt gar nicht gesehen. Dachte jetzt, weil ich immer kaufen. Ne? Ganz selten nur verkaufen. Weil Aktienverkäufe wäre ja auch, ja gut. Kann man sagen, Geld verdienen, aber ich hätte das jetzt nicht hier reingemacht. Aber okay, aber Online-Kurs, sie hat bei Udemy fast 500 Euro verdient, ist auch gut. Boah. Die Stockmedien sind mit 10 Euro jetzt auch nicht gerade der Burner, dafür habe ich da aber auch seit Jahren keinen Finger krumm gemacht. Nur ein Jahr vorher sahen meine Einnahmen noch etwas anders aus. Du siehst, es waren weniger Quellen und die Summen an sich waren auch geringer. Das letzte Jahr ging zwar gefühlt super schnell vorbei, aber für meine Einnahmen hat es eben doch einen ordentlichen Unterschied machen können. Lass uns nochmal einen Blick auf die monatliche Verteilung werfen. In blau die Einnahmen von 2021, in grau die vom Vorjahr. Wie du siehst, schwanken die Einnahmen noch wie ein alter Kahn bei Wellengang, aber das ist okay, weil ich eben nicht darauf angewiesen bin. Die gepunkteten Linien sind hier übrigens die Trendlinien. Das heißt, sie zeigen die Entwicklung der Durchschnitte an. Richtung Ende des Jahres wird es immer besser. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, woran es liegt. Ein Grund wird aber sicherlich sein, dass unterjährig eben neue Quellen dazu gekommen sind, die dann eben Richtung Ende des Jahres die Einnahmen erhöht haben. Aber es gibt auch saisonale Schwankungen. Im Frühjahr fallen die Einnahmen öfter mal geringer aus. Im
Spätsommer, Herbst, Winter dagegen öfter ein bisschen besser. Ja, es kommt ja echt drauf an, was man auch für Produkte hat und so weiter, ne? Übrigens, das hier ist deine Erinnerung, auf den Gefällt-mir-Button zu drücken und ein Abo dazulassen, falls du das noch nicht getan hast. Das kostet dich nichts, hilft mir aber immens. Großes Dankeschön. Support ist kein Mord, ne? Also gerne immer liken und so weiter. Schön schon mal dafür. Ich habe mit 2021 drei neue Quellen aufgebaut, die mir eben zusätzliche Einnahmen bescheren können. So ist mein erster Online-Kurs im Sommer gestartet und kurz darauf kam mein Buch How to be Rich Girl mit dem Eulogia Verlag raus, das es vorher nur als E-Book gab. Und im Dezember ist dann noch mein kleiner Etsy-Shop mit einigen Business- und Tagesplanern gestartet. Manche davon haben schon ganz gute Einnahmen gebracht, andere kaum etwas. Aber wenn ich in den letzten... Hä? Ich hatte nur bei Etsy nur 3 Euro gemacht. Hat sie denn da gute Einnahmen gemacht? In den letzten Jahren etwas gelernt habe. Übrigens, ganz wichtig, ne? Wenn ich eins gelernt habe seit 2016, für die eine Person kann gut was anderes bedeuten wie für dich. Ich war auf einem Event von Ralf Schmitz. Tolles Event, Affiliate Days. Und es waren viele Affiliates dabei. Ich weiß gar nicht, wann das war, vielleicht 2018 oder so. Und ich unterhalte mich dann natürlich mit den Leuten und so und sage dann, ach komm, dieses Partnerprogramm läuft jetzt nicht so gut, ich verkaufe das nicht so gut. Und die andere Person mir gegenüber sagt, nö, die verkauft das sehr gut. Jetzt ist natürlich das so gewesen, dass wenn ich das nur zweimal am Tag verkauft habe, ich gesagt habe, das ist nicht gut. Und sie meinte, wenn sie es zweimal im Monat verkauft, ist es gut für sie. Ich habe nachher festgestellt, so ein paar Monate später, dass diese Person gar keine Einnahmen generiert, dass die halt... Wenn die mal 200 Euro, 300 Euro im Monat verdient, dann ist das viel für diese Person. Und die meinte dann, ja, ich verkaufe das ganz gut. Für mich waren aber zu dem Zeitpunkt schon 200, 300 Euro am Tag wenig. Und dann war ich traurig, 2018 schon, wenn ich nur 200 Euro verdient habe am Tag. Oder 300. Also, der eine sagt, hey, das verkaufe ich gut und das nicht, aber muss auch irgendein Nenner kommen. Was ist der Nenner? Das lasst euch nicht da verrückt machen und sonst was, wenn jemand sagt, ah, das verkaufe ich gut und das verkaufe ich nicht gut. So, weiter. Dann ist es das Folgende. Passives Einkommen braucht Zeit. Manche Dinge brauchen entweder einige Zeit zum Anlaufen oder andere bringen eben wirklich nur über einen längeren Zeitraum überhaupt merkliche Einnahmen. Wir werden also mal abwarten, wie sich die neuen im nächsten Jahr und überhaupt in den kommenden Jahren so machen werden. Hier noch ein paar Hintergrundinfos zu den Einnahmen. Mein Buch kam erst im Juli raus und die Tantiemen werden mit deutlicher Verzögerung gezahlt. Damit fehlen jetzt effektiv 3 Monate in der Berechnung, die eben nicht mehr in die Statistik von 2021 mit einfließen. Auch beim Online-Kurs erhalte ich die Zahlung erst im übernächsten Monat. Das heißt, hier in der Berechnung fliegen November und Dezember jetzt raus. Und als letztes hätten wir den Etsy-Shop, der erst Mitte Dezember gestartet ist. Und auch hier gibt es eben einige Verzögerungen bei den Einnahmen. Deswegen sind hier kaum Einnahmen zu verzeichnen. Wenn du meinen Blog schon länger kennst, dann weißt du vielleicht, dass ich den Großteil meiner Wertpapiere langfristig behalten möchte. Also den klassischen Buy-and-Hold-Ansatz verfolge. Daneben habe ich aber auch angefangen, ein wenig in Spielgeldaktien zu spekulieren. Das heißt, ich... Ja, das ist doch cool, oder? Was sagt ihr? Habt ihr auch Spielgeldaktien? Das würde mich mal interessieren. Wir sind jetzt, wie viele Leute sind wir? Noch ein paar. Habt ihr auch Spielgeldaktien oder sagt ihr Teufelzeug, keine Aktien? Ich nehme einen kleinen Teil von übrigem Geld und investiere das in Einzelaktien mit der Hoffnung, da relativ schnell relativ gute Renditen erwirtschaften zu können. Heißt aber auch, da steckt ein entsprechendes Risiko dahinter. Mit der Zeit bin ich hier auch etwas besser darin geworden, die richtigen Aktien auszuwählen. Da ich hier wirklich nur kleine Summen investiere, kommen real keine großen Renditen rum, aber prozentual sieht es gar nicht so übel. Okay, PayPal. PayPal ist ja richtig abgekackt eine ganze Zeit lang. Okay. Biontech, Peloton, die sind auch voll abgekackt und so. Da hat sie echt gut gekauft und so. Ja, ist sie auf jeden Fall frühzeitig rausgegangen wohl. Aus. Wenn ich 100.000 Euro Spielgeld hätte, könnte ich wahrscheinlich richtig was reißen. Habe ich aber nicht und ich wäre wahrscheinlich auch zu sehr Angsthase, um so große Summen mit so einem hohen Risiko zu investieren. Okay, Aktie mit Dividenden. Okay, das ist schon mal ganz cool. Ich mag auch Dividenden. Aber immerhin konnte ich mir auch mit meinen kleinen Summen 600 Euro dazu verdienen und das ohne großen Aufwand. Das sind 600 Euro Gewinne. Ach, okay, das sind nicht die Aktienverkäufe, sondern das sind die Gewinne, die sie damit gemacht hat. Also dann Respekt.
Also, das ist cool, oder? Was sagt ihr? Wenn das die Gewinne sind? Das heißt, hier hat mein Geld wirklich richtig gut für mich gearbeitet. Das hat mich ein bisschen überrascht. Daneben hatte ich auch noch ein paar Aufträge in Sachen Finanzberatung und Design. Ich versuche mittlerweile, die meisten meiner zusätzlichen Einnahmen passiv zu halten. Zeit ist momentan meine knappste Ressource, das heißt, ich muss damit sinnvoll umgehen. Deswegen gucke ich eben, dass ich die meisten Sachen so gestalte. Nein, ich suche keine Vertriebspartner und es macht auch keinen Sinn, Links immer hier rein zu posten. Ja, lieben Gruß. So, geblockt. Dass ich entweder einen gewissen Aufwand vorab habe, der mir dann theoretisch unendlich lange Einnahmen bringen kann, oder dass ich da eben nur geringe Aufwände habe. Trotzdem hatte ich... Also, wenn ihr auch später irgendwann mal was von mir wollt oder so, schreibt mich an für Social Media, aber nicht irgendwie einen Link und dann einen Satz da reinposten, sondern hey, schreibt mir eine persönliche Nachricht oder sonst was und worum es geht und so weiter und auch nicht bitte eine Nachricht, hey, ich habe da mal eine Frage oder so. Und heute auch wieder. Und dann soll ich dann halt jedes Mal antworten, ja, dann frag doch oder so. Du hast doch mir sowieso drei Sätze geschrieben mit, ey, ich habe mal eine Frage, hallo Michael, ich habe mal eine Frage, hast du kurz Zeit, die zu beantworten oder so. Warum nicht gleich die Frage raushauen? Ich eben nebenbei ein paar Aufträge als Dienstleister, wo ich meine Zeit klassisch 1:1 gegen Geld tausche. Denn schließlich haben solche Aufträge einen entscheidenden Vorteil. Sie sind besser planbar. Für jede Stunde, die ich investiere, weiß ich genau, wie viel Geld ich damit verdiene. Das heißt... Achso, wir wissen jetzt immer noch nicht die ganzen Zahlen, ob die brutto oder netto sind, ne? Ist da Mehrwertsteuer dran, die sie noch abführen muss, oder sind die schon runtergerechnet? Okay, und sie hat ja bei der Summe auch ein bisschen... Also gut, die macht irgendwas mit Finanzen, vielleicht hat sie noch... Also Steuerberater oder auch so kleine Summen geht ja fast ohne. Also wenn du auf jeden Fall Ahnung hast von Finanzen. Im Grunde setze ich auch bei meinen Nebeneinnahmen auf eine gewisse Risikostreuung und habe mir so mit meinen Dienstleistungen, die eben gut planbar und sicher in dem Sinne sind, etwa 500 Euro dazu verdient. Ich freue mich im Grunde jedes Jahr auf die Steuererklärung. Die ist zwar ein kleines bisschen nervig, einfach weil sie eben Aufwand bedeutet, aber ich weiß, dass es hier in der Regel eine ordentliche Erstattung gibt. Mein Mann und ich haben unsere Steuerklassen auch so gewählt, dass wir lieber unterjährig etwas mehr zahlen und dafür aber ziemlich sicher eine Rückerstattung bekommen. Denn das erspart es uns eben, unterjährig Rücklagen für die Steuer bilden zu müssen. Natürlich könnte man jetzt streiten, dass die Steuererklärung nicht wirklich eine Einnahme ist, weil sie eben eine Erstattung ist. Das heißt, Geld, was ich schon mal bezahlt habe, hole ich mir einfach zurück. Andererseits, wenn ich sie nicht machen würde oder eben weniger absetzen könnte, würde ich mein Geld auch nicht mehr wiedersehen. Wir sind also mal großzügig und zählen das als Einnahme. Was übrigens auch super ist, um nebenbei Geld zu verdienen, nicht gebrauchte Dinge verkaufen. Möbel zum Beispiel. Davon gab es bei uns einige, denn wir sind umgezogen und haben uns räumlich deutlich verkleinert. Das ist zwar eher vorübergehend, aber manche Dinge konnten wir trotzdem nicht mehr gebrauchen oder eben gar nicht erst mitnehmen. Unsere Küche. Okay, kann man auf jeden Fall auch machen, ne? Vergessen auch viele. Viele, die halt ein großes Haus haben, alles im Keller gestellt über Jahrzehnte und dann halt ist es doch morsch und kaputt. Die wenigsten Sachen werden mehr wert, ja. Zum Beispiel. Also gab es ein paar Einnahmen durch den Verkauf von Küche und anderen Möbeln. Alles in allem sind etwa 2.500 Euro zusammengekommen. Alle meine zusätzlichen Einnahmen, also sowohl aktive als auch passive, haben im Jahr 2021 im Durchschnitt jeden Monat für 550 Euro mehr gesorgt. Das sind also deutlich mehr als die 144 vom letzten Jahr. Und das eben nur in 12 Monaten. Wir verbuchen 2021 also als finanziell erfolgreiches Jahr. Liebe Irene, also bei Aktien, weil du dich schlau machen möchtest, es gibt so ein paar Sachen, die du beachten sollst. Sonst als Anfang schau dir einfach ETFs an. Was ein ETF ist und so weiter, das würde ich dir als allererstes. Und dann schau einfach mal, dass du eine gute Mischung bekommst. Ich mag es besonders, Firmen, die ich sowieso mag, die zu besitzen. Und dann gibst auch mal so ein Tausender in LVMBH, also Louis Vuitton und so, ja, oder auch Apple oder so. Wenn ich mal ein iPhone überspringe und spare mir das Geld, dann kaufe ich mir Apple-Aktien für ein Tausender oder so. Also es muss nicht immer Dividende sein, es kann auch zum Beispiel auch Wachstum sein. Oder eine Mischung aus kleine Dividende und gutes Wachstum. Ne? Aber das kriegst du ruckzuck hin. Hab da keine Angst.
Ja. Ich glaube, es macht für die meisten Menschen. Und das Tolle, heute kannst du auch mit kleinem Geld starten. Mach dir einen Sparplan mit ein paar coole Aktien, falls du dir keine ETFs zulegen möchtest. Oder einen Sparplan mit ETFs. Bin ich jetzt nicht so der Freund von ETFs. Ich habe nur ein paar ETFs in Schwellenländern. Das heißt, mittwochs habe ich so einen Sparplan. Jetzt Russland ist außer vor, aber da war halt ein ETF Russland, China und Indien, Mexiko, Asien und noch ein, zwei Schwellenländer, wo ich dann im ETF spare und die anderen Aktien kaufe ich dann immer so, die großen. Dividenden sind bis 801 Euro pro Jahr steuerfrei. Da sind schon ein paar Euro investiert für 800 Euro in Dividenden, meistens. Sind sich nach ein paar Nebeneinkünften umzuschauen. Ich habe es eben schon kurz erwähnt, bei deinem Einkommen gilt im Grunde das Gleiche wie bei Investitionen. Streuung reduziert dein Risiko. Wenn dein Job dein einziges Einkommen ist, dann setzt du ja alles auf eine Karte. Aber es gibt eben Dinge, die dein Einkommen entsprechend beeinträchtigen können. Eine lange Krankheit, eine Kündigung, Teilzeitarbeit, Kurzarbeit, Elternzeit, was auch immer. Es gibt verschiedene Faktoren, die dafür sorgen können, dass ein Großteil deines Einkommens wegfällt. Je mehr Quellen du für Einnahmen hast, desto besser können die eben solche Dinge abfangen. Zumal es eben heute und besonders auch im Internet zahlreiche Möglichkeiten gibt, um sich nebenbei ein paar Euro zu verdienen. Egal, ob es dabei um leichte Tätigkeiten wie zum Beispiel Online-Umfragen geht. Oh nein, bitte keine Online-Umfragen, ihr wisst, dass ich das hasse. Und es Gerüchte zufolge hat noch nie jemand bei Online-Umfragen Geld verdient. Zumindest auch nicht diese mysteriösen 17 Euro pro Online-Umfrage und so. Alles Centbeträge oder sonstige Sachen. Da kannst du besser Red Bull-Dosen vom Straßenrand mitnehmen oder so. Hast du mehr Geld in der Tasche wie dann Online-Umfragen. Aber das, was sie macht, ist schon ganz cool mit dem E-Book. Online-Kurs und. Ein bisschen schade, finde ich das. Also wenn ich sie kritisieren dürfte, würde ich ihr sagen, du hast dich in diese ganzen Themen reingearbeitet, wie man einen Udemy-Kurs erstellt, wie man ein E-Book erstellt. Warum hast du dann halt das nicht dupliziert? Also den zweiten Kurs, den dritten Kurs, den vierten Kurs, das vierte E-Book, das fünfte E-Book. Warum? Das geht dann viel schneller. Wenn du musst dich doch reinarbeiten, zum Beispiel in Udemy. Es dauert doch Stunden oder Tage, bis du da halt einfach mal ein Video hochgeladen hast und weißt, wie die Plattform funktioniert, Kurs genehmigt und. Aber beim zweiten Kurs hast du diese Einarbeitungszeit nicht und du bist viel schneller am Ziel. Also, das gleiche auch mit so einem E-Book. Lieber noch das zweite E-Book, das dritte E-Book raushauen nach und nach, wenn es Sinn macht, weil du weißt, wie man so ein E-Book hochlädt. Also, ich verstehe es da nicht, warum dann Leute immer eine Sache machen, haben sich eingearbeitet in das ganze Thema und dann machen das nächste Thema. Warum nicht ein Thema groß? Das kann ich euch alle nur so ans Herz legen. Macht das doch einfach mal ein bisschen größer. Wenn ihr da schon Wissen habt und so. Und es gibt ja auch auf jeder Plattform weitere Hacks und Tipps und so weiter. Findet die heraus. Und sie macht noch YouTube. Gut, Affiliate-Marketing wird auch dann halt unter den YouTube-Videos hier sein. Hat gar nicht so wenig Abonnenten, finde ich cool. Etsy Shop, ihre eigenen Produkte, hat es auch verlinkt. Eigentlich hat sie fast alles, also echt gut gemacht, ja. Sie hat sogar ihre Kamera und so verlinkt. Jetzt auch früher gemacht habe. Oder ob es eben aufwendigere Dinge wie Dienstleistungen sind, die man zum Beispiel mittlerweile relativ leicht über Plattformen wie Fiverr anbieten kann. Oder man baut sich eben passive Einnahmequellen auf. Und ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass es mein persönlicher Favorit ist. Übrigens, wenn du mehr zu dem Thema lernen willst, dann lade dir doch auch den umfangreichen Guide Reich im Schlaf herunter. Den Link packe ich dir mal unten in die Videobeschreibung. Wenn das so einfach ist, warum arbeite ich denn immer aktiv und so an meinem Business? Ich verstehe es nicht. Und wenn ich dir noch einen Tipp mitgeben darf, hab Geduld. Sich nebenbei etwas aufzubauen, braucht Zeit. Du wirst nicht von heute auf morgen 500 Euro extra verdienen. Und wenn... Ja, bei mir war es von heute auf morgen. Ich hatte so viel Druck und musste Geld verdienen, sonst Obdachlosenunterkunft. Gut, heute auf morgen nicht, aber 6 Wochen hat es gedauert.
um die ersten 500 Euro, glaube ich, zu verdienen. Ja, und dann ging es ruckzuck weiter. Also mach dir schon ein bisschen Druck, aber sei nicht enttäuscht, wenn es ein bisschen länger dauert, weil das muss halt erarbeitet werden. Und sie hat sich in Udemy reingearbeitet und. Das heißt, da sind etliche Tage draufgegangen, ohne einen Cent zu verdienen, erstmal zu gucken, wie funktioniert das Ganze. Und das musst du natürlich mit einrechnen. Ne? Deshalb auch immer eher cool, immer noch das zweite, dritte gleiche Produkt rauszubringen oder so. Oder zumindest die nächste Plattform, die gleiche Plattform zu benutzen. Bevor sich dann halt wieder in irgendeine andere Nische reinzuarbeiten. Ich verstehe es nicht ganz. Schade eigentlich. Wenn doch, dann sag mir, wie du es gemacht hast. Aber Spaß beiseite. Wenn es nachhaltige und seriöse Einnahmen sein sollen, dann dauert das seine Zeit. Aber du hast ja gesehen, schon ein Jahr kann da einen riesigen Unterschied machen. Es lohnt sich also auf jeden Fall am Ball zu bleiben. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg dabei, wenn du dir mehrere Standbeine aufbaust. So, ja, vielen Dank. Video ist jetzt auch zu Ende. Was sagt ihr dazu? Ihr habt noch die Möglichkeit, noch ein paar Kommentare dazulassen. Und dann sind wir auch schon wieder vorbei, ne? Denkt dran an die neue... So, wo sind wir jetzt hier? So, ich muss mal ganz kurz gucken, wegen die ganzen Fenster, die ich hier offen habe. Denkt dran an die neue Aktion ab morgen. 25 Euro. Immer am 1. werden sie verlost. Könnt ihr das aussuchen. Entweder überweise ich euch das per PayPal oder als Amazon-Gutschein. Ihr müsst dafür einfach nur abonnieren, Video kommentieren und mir dann auf Instagram eine Nachricht schicken. Und dann habt ihr ein Los. Und das könnt ihr jeden Tag, könnt ihr los dadurch gewinnen sozusagen. Und immer am 1. Ziehe ich dann von den ganzen Nachrichten jemand und der bekommt dann die 25 Euro einfach mal so. Ich gehe ein bisschen viraler und irgendjemand ist dann vielleicht glücklich über 25 Euro. Ich wollte das einfach mal testen. Vielleicht ist das zwei gute Videos. Ja, sehr, sehr gerne. Dazu noch etwas. Ihr dürft mir diese Videos auch immer bei Instagram schicken. Regelmäßig. Ob das eure eigenen sind oder wenn ihr tolle Videos findet, worauf ich reagieren kann, schickt mir die doch bitte auf Instagram. Und ich schaue mir dann halt die an und vielleicht reagiere ich live oder dann halt einfach so morgens um 11 Uhr bei den Videos, die erscheinen. Und jeder hat davon etwas. Und gerade auch dieses Video war ja echt cool. Und das erste Video mit den E-Autos, sorry, das war ja mal wieder ein Hack. Keine Ahnung. Schon cool gewesen. So, ich würde dann sagen, einen schönen Abend. Bisschen über eine Stunde. Am Samstag bin ich wieder da. Samstag, 19 Uhr. Und ihr seht mich ja auch auf den anderen Plattformen. Ne? Also, ihr dürft auch gerne, wenn ihr bei Twitch seid, mir dort folgen. Oder dann halt auf der Webseite michael-kotzur-zusammengeschrieben.tv. Dort könnt ihr mir auch gerne folgen. Ja, ich streame überall live, teilweise sogar auf Facebook und so, dank meiner tollen Software. Aber bei, ja, hier, ihr seht die anderen Streamer mit 1000 Leute und 13.000, 22.000. Mal gucken, vielleicht komme ich da auch mal hin oder so. Ja, sehr gerne. Ja, schauen wir einfach mal. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht was raus aus den Informationen und ihr seht die Beispiele, die junge Dame, die halt tolle Einnahmequellen hat. Oder auch Dave mit den E-Autos. Geld liegt auf der Straße und ihr braucht einfach nur zugreifen. Ask yourself, bitte. Also wie gesagt, es gibt so viele Ideen da draußen, so viele Möglichkeiten. Ich wusste um 19 Uhr noch nicht, dass man mit E-Autos da halt die Rechte verkaufen kann. Und ich schätze mal, er hätte das auch im Video gesagt, wenn er das, wenn das nicht klappt und so. Kursnerd sagt, danke, bis Samstag. Irene, dir auch einen schönen Abend. Aber wie gesagt, das sind tolle Möglichkeiten. Und schaut euch die Videos auch an. Macht euch Notizen, auch meine Videos und fremde Videos. Es gibt manchmal so tolle Videos, wo einfach mal ein 10 Minuten Video ist, wo nur Bullshit drin ist und ein Satz ist genial. So wie bei Dave jetzt. Eigentlich ist ja halt das ganze Video Unterhaltung so ein bisschen gewesen, aber diese Idee mit den E-Autos ist genial. Gerade dann auch, wenn du dann halt vielleicht eine Flotte hast, so ein Taxiunternehmen mit mehreren Autos oder so, oder. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich bin raus und...